In unmittelbarer Nähe des Allgemeinen und Orthopädischen LKHs Stolzalbe befindet sich eines der ältesten Gebäude der Gemeinde. In diesem ehemaligen Bauernhaus Hilberger befindet sich seit 2005 die Gesundheitswerkstätte des Krankenhauses. Medizin der Gegenwart, verbunden mit einer Reise durch die medizinische Vergangenheit. Absolut einzigartig in Europa. Wir haben im Vorfeld schon, bevor dieser Gedanke überhaupt Gesundheitswerkstätte gelaufen ist, haben uns immer wieder Patienten gefragt, was kann man tun, wie schaut eine Hüftprothese aus, kann man die angreifen, welche Warnzeichen, welche Risikofaktoren hat man in Richtung Schlaganfall, in Richtung Herz und. Das war eigentlich so der Grundgedanke, der ursprünglich gekommen ist, und aufgrund dessen ist eigentlich dann mehr oder weniger diese Gesundheitswerkstatt, diese historisch geschmückte oder diese historisch geschmückten Räumlichkeiten zustande gekommen. Professor Graf und meine haben eigentlich diese Grundidee dann gebracht und auch diese Umsetzung, wie es heute läuft, und es läuft recht gut. Die Schwerpunkte da in der Gesundheitswerkstätte liegen einmal im Bereich der Aufklärung, der Information, der Risikofaktoren, der Auswirkungen der Risikofaktoren auf den Körper, und wie wir ja wissen, also der Grundstein für eine gesunde Lebensweise wird in den Kinderschuhen gelegt, und wir setzen hier Schwerpunkte im Bereich Rauchen, Alkohol, natürlich auch Themenschwerpunkte je nach Interesse, also die Auswirkungen des Rauchens, des Alkohols auf den Körper. Natürlich vermitteln wir auch einen Einblick in die Orthopädie, in den künstlichen Gelenksersatz und natürlich auch die Aufklärung hin, was passiert bei einer Narkose, also was passiert eigentlich hinter den Kulissen. Über 20.000 Personen aller Altersgruppen hatten bisher durch die anschaulichen Darbietungen in den Schauräumen die Möglichkeit, sich über das Thema Gesundheitsvorsorge bestens zu informieren und gleichzeitig Ängste und Vorurteile abzubauen. Die Gesundheitsvorsorge ist uns da herum auf der Stolzalbe eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das ist auch der Grund, warum wir seit mittlerweile 6 Jahren versuchen, Menschen aus der ganzen Region und überregional eigentlich aus der ganzen Steiermark, aus ganz Österreich hier heraufzubekommen, um ihnen die Gesundheit zum Begreifen mehr oder weniger nahezubringen. Man sieht es auch an der Frequenz, wir haben mittlerweile schon 20.000 Besucher in den letzten 6 Jahren begrüßen dürfen und sind auch auf zahlreichen Messen bzw. Ausstellungen vertreten, wo wir unsere Anliegen eigentlich nahebringen können. Wenn die Leute, die Besucher dieses Herz zum Beispiel sehen, was sie angreifen, wir haben da drinnen noch das große Herz, dann steigt natürlich auch das Verständnis, was hier alles passiert. Und vor allem, wenn man Herz hört, wo das Publikum, dann die Besucher ganz still werden, wenn man sich vorstellt, das Herz täglich so 7.000 bis 10.000 Liter Blut in die Regionen des Körpers transportieren muss, das bringt zum Nachdenken, und das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und hier haben wir noch etwas, das ist kein Honig fürs Frühstücksbrot zum Aufstreichen, das ist eine Teersammlung eines Rauchers. Innerhalb eines Jahres wälzt man ungefähr diese Teermenge über die Lunge, und dass das nicht förderlich ist, kann man sich vorstellen. Die Gesundheitswerkstätte als Drehscheibe der betrieblichen Gesundheitsvorsorge längst etabliert und beliebtes Ausflugsziel vieler Interessenten.